Ich habe mir dann gedacht, jetzt machst du das Programm da, ne? Rock'n'Roll Cheese It. Und dann habe ich mir gedacht, da kannst du ja keinen Scheiß erzählen. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt fängst du halt mal wieder an und tust dein Basiswissen ein wenig auffrischen. Und dann habe ich so die Bibel gelesen. Und ich bin schon so, als Kind war ich schon immer einer, der dann sich so Gedanken gemacht hat. Ich habe nicht alles geschluckt, was man mir erzählt hat. Ich habe immer ein wenig hinterfragt. Ne? Kinder machen das gern. Die sagen dann halt einfach, wenn ihnen irgendwas erzählt wird, warum? Ne? Und das habe ich mir ein bisschen so beibehalten. Auch im wahnsinnig hohen Alter bin ich jetzt nur einer, der dann halt nicht alles so frisst. Ne? So als Kind schon, wenn da einer zu mir hergekommen ist und hat dann irgendwas behauptet und ich habe dann gesagt, warum ist denn das so? Und wenn der dann zu mir gesagt hat, weil es halt so ist, dann war ich oft mit dieser Antwort nicht hundertprozentig satisfied. Ja. Ne, und das war halt so auch dann der Grund für mich, dass ich mir gedacht habe, ich mache mir über alles ein wenig Gedanken und ich lese auch ein wenig nach und so. Und dann habe ich angefangen und habe die Bibel mal einfach wieder hergenommen und habe halt einfach die Bibel mal wieder gelesen. Und dann habe ich das aber mal so richtig hinterfragt. Und ich weiß nicht, ihr kennt euch ja wahrscheinlich ein bisschen aus, so in der Bibel, Altes Testament, wie es losging. Ne? So am Anfang schuf Gott und so weiter. Und da kann man sich schon auch irgendwie Fragen stellen. Ne? Und bloß um das euch nochmal ein bisschen nahe zu bringen, habe ich das Ganze auch da, also im Original Wortlaut, wie es in der Bibel steht. Aber das ist ja wieder so ein langweiliger Text, dass ich mir gedacht habe, ich muss das tänzerisch unterstützen. damit ihr mir jetzt da nicht davonlauft. Ne? Und da hätte ich gesagt, hören wir uns doch an, wie es eigentlich losging. Ne? Das können wir uns doch mal anhören. Genau, Achtung. Der erste Tag. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Weißt du, und da denke ich mir dann schon, was hat denn der Gott vorher gemacht? Da fängt es bei mir schon an. Am Anfang, aber was war denn da vorher? Was hat er da? War er da ewig bloß in so einer vollbrunsten Jogginghosen mit einem Schießer Feinripp auf seinem Wolkensofa gehockt? Hat sich schon wund gepobelt vor Langeweile? Ne? Und dann fängt er auf einmal an und denkt sich, ich bastel mir jetzt eine Welt. Ne? Wie mache ich das überhaupt? Darf der das? Ist die nächste Frage. Darf der das überhaupt? Ne? Hat er überhaupt eine fundierte Schöpfungsausbildung? Du brauchst doch heutzutage für alles Brief und Siegel. Oder ist das ein Quereinsteiger? So autodidaktisch hat er sich das erwähnt. Oder hat er bei Jean Pütz in der Hobbithek angerufen? Hat er gesagt, Jean, wie macht man das? Und dann hat er Jean gesagt, ach, ich habe da schon mal was vorbereitet. Na, dann macht man sich doch Gedanken. Ne? Ich denke mal halt, der war da rumgeguckt und den war es dann langweilig und dann wollte er irgendwie aufs Scheißhaus. Ne? Und dann hat er sich gedacht, ach, einen Hunger habe ich auch oder was. Ne? Und dann hat er sich gedacht, jetzt bastel ich mir eine Welt. Ne? Dann geht er in seine Küche rein, also in Gottes Küche, nicht verwechseln mit Teufelsküche, das ist die andere Tür. Ne? Und dann ist er da reingegangen und dann. Ja, und dann hat er sich gedacht, was haben wir nur da? Ja. Dann hat er da so einen Schrank aufgemacht und da war dann nur so eine ganze Tüte Himmel. Dann hat er geschaut, Mindesthaltbarkeitsdatum, das passt eigentlich. Und dann hat er da auf der Arbeitsplatte hat er die ganze Tüte Himmel verschüttet. Und dann hat er oben noch geschaut in so einem Schrank und da war dann nur eine ganze Dosen Erde. Dann hat er geschaut, das ist ja super, hat er das nur dazu. Und dann hat er so den Urteig geknetet. Ne? Ja, den hat er dann so geknetet. Und dann hat er sein göttliches Nudelholz geholt. Das hat er dann so ausgerollt, ne, wie so ein Pizzateig. So schön, flach und rund, weil der Gott hat ja damals noch gar nicht wissen können, dass die Erde eine Kugel ist. Das ist ja erst viel später bekannt geworden. Ne? Ja, ja. Ja, und dann war er so weit fertig und hat sich gedacht, ey, Alter, langsam, ne?
Weißt du, weil wenn du ohne Wiedereingliederung nach all diesen Millionen von Jahren, wo der auf seinem Wolkensofa gesessen ist, wenn du dann da in die Schöpfungsnummer reinspringst, ne, also puh, da musst du echt ein wenig langsam machen. Und dann hat er sich gedacht, dann mache ich morgen weiter. Der zweite Tag. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Ey Leute, spätestens da habe ich mir gedacht, der kifft. Nein, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Weil ich gehe nämlich manchmal rein in meine Küche und denke mir, Alter, ich brauche jetzt unbedingt ein Gewölbe. Du musst dir das mal geben, das Wort hat es überhaupt noch nicht gegeben. Also du musst ja bekifft sein, weil Gewölbe fällt dir doch nüchtern nicht ein. Was ist denn das für ein scheiß Wort? Und dann macht er da ein Gewölbe und dann geht er in seine Küche am zweiten Tag und schaut seinen Teig an, den er da ausgerollt hat. Und dann hat er sich gedacht, jetzt bastelt er sich ein Gewölbe. Und dann hat er die Hälfte von der Pizza, hat er so auf die andere Hälfte so draufgeschlagen. Und dann hat er, ohne das zu wissen, hat er die Calzone erfunden. Abgefahren, oder? Und am dritten Tag hat er sich dann gedacht, so, jetzt macht er sich an die Toppings. Ne? Alles, was so draufkommt, die Drauftaten. Und dann hat er sich gedacht, dann mache ich jetzt erst einmal ein wenig eine Veggie-Nummer. Dann hat er alles so erfunden, ne, alles gebrauchte Gebüsche, alles was so wächst an Bäumen. Und hat er alles schön in die Pizza rein, Knoblauch, ne, Frühlingszwiebeln, alles schön. Hat er alles erfunden und am vierten Tag, da hat er sich gedacht, jetzt braucht er eine Beleuchtung, eine Innenbeleuchtung fürs Gewölbe. Und dann hat er ein großes Licht in die Pizza rein gebaut für den Tag. Und noch ein kleineres, großes Licht für die Nacht und noch viele, viele kleine andere Lichter. Ne? Naja, und dann am nächsten Tag hat er wieder Pause gemacht. Am nächsten Tag hat er sich gedacht, so, jetzt schauen wir mal, machen wir mal ein wenig so Seafood. Ne? Und dann hat er alles, was so kreucht und fleucht in den Ozeanen und in den Flüssen, das hat er dann alles so erfunden. Die ganzen Fische und alles, ne? Und Muscheln und alles wunderbar, hat er alles dann in die Pizza rein. Naja, prima. Und dann am sechsten Tag hat er sich richtig Mühe gegeben, da hat er sich dann so an die Säugetiere gemacht. Ne? Und dann so, das hören wir uns jetzt mal an. Der sechste Tag. Dann sprach Gott, das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh. Ja, und das geht jetzt so weiter, was er da alles nur erfunden hat. Und dann spulen wir jetzt mal ein Stückchen vor. Moment, müsste jetzt gleich gehen da. Dann sprach Gott, aha, lasst uns Menschen machen. Gott, aha, schuf also den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch, bevölkert die Erde und unterwerft sie euch. So. Ne, war ja eigentlich eine coole Pizza bis dahin. Ne? Aber wieso macht er da nur Menschen? Ne? Wird so schön sein können alles. Und dann heißt es ja, am siebten Tag hat er geruht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, am siebten Tag hat er richtige Scheiße gebaut. Ich glaube, am siebten Tag wollte er wieder aufs Klo. Und dann läuft er früh an der offenen Küchentür vorbei und schaut da rein und sieht sein Werk und denkt sich, irgendwas fehlt da bei der Pizza, das ist irgendwie nicht so gut. Ne? Und dann geht er nochmal rein in seine Küche und dann dreht er sich so um und hat er hinten an der Wand hat er so ein Gewürzboard mit lauter so Gewürzstreuern drin und dann schaut er, was er so da hat, so nach dem Motto Pimp my Pizza. Ne? Und dann schaut er ein wenig so, dann nimmt er so einen Gewürzstreuer, da steht drauf Näche. Dann hat er sich gedacht, naja, wenn er Farbe ins Spiel bringt, das kann ja nicht schaden. Und dann hat er ein paar Näche drauf. Ne? Und dann schaut er, was haben wir, dass ich dachte, was haben wir nur da? Ach, da ist ja her, du Asiaten. Oder nur Asiaten drauf, ne? Und dann schaut er da, was haben wir da nur? Ach, schon her, so Eurasia oder für uns nur ein paar drauf, ne? Schön, und dann, ach, da schon mal her, Indianer, da haben wir auch noch. Und Indianer drauf, ne? Und dann schaut er das so an und sagt er sich,
naja, aber irgendwie fehlt dann trotzdem noch was. Und dann schaut er, was er noch hat. Und dann findet er so einen Gewürzstreuer, hat er gar nicht gewusst, dass er den in seinem Gewürzbord hat. Und dann schaut er drauf, was draufsteht, und da war drauf gestanden, Deppen. Und dann hat er sich gedacht, ja, das könnte ganz witzig werden. Und da wollte er bloß ein paar so Deppen, wollte er so drauf tun. Und dann ist in dem Moment, ist denn der Deckel. Ja. Ist dann komplett der Deckel von dem Gewürzstreuer mit den Deppen ist dann runtergefallen und die ganze Pizza war versaut mit Deppen. Ja. Und der Witz ist, es waren ja auch nicht wenige. Weil er hat ja vorher nur gesagt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und wenn Deppen was kennen, dann ist Ficken. Ja. Nee.